aus Start frei. So, Start ist frei. Neuntes Rennen, Bildpokal 2016. Wir suchen den Nachfolger von King of the World. Der hat hier im letzten Jahr gewonnen. Und vielleicht wird das er selbst, wer weiß. Er zählt hier mit zu den Favoriten. Halber von Heiterbu, Roland Hülsgaard die 1, Samir Seppi Franzl die 2, Dex Birkenzweig, Krieg Ebbinger die 3, Reggio Robin Bakker die 4, Rüde Leroux die 5 mit Sven Oste, die 6 King of the World, Michael Nimczyk die 7, Mark Cavia mit Hugo Langeweg die 8, Lotus Star, Tim Schwarmer die 9, Davy Boko mit Tom Keumann die 10, Jaguar Brolein Michael Schmidt die 11, Classic Grand Cru, Dennis Spangenberg die 12, Rebel de Joux, Christophe de Grote die 13, Sorba Olesen, Rob de Fliegerau und die 14, Monte Chioromo und Michael Larsen. Und wir haben noch 50 Meter bis zur Startmarke. Der Bildpokal 2016 ist jetzt in diesem Moment gestartet. Und wer kommt hier am besten ab? Zunächst mal Halber von Heiterbu. Fehler, kurzer Fehler von Dorsch. Pedro Rue de la Roux beginnt hier. Kurz nach dem Start in Galopp auch Jaguar Brolein springt an. Die Spitze zunächst bei Halber von Heiterbu. Aber jetzt ist Mark Cavia nach vorn gegangen und beide sind disqualifiziert. Die 5 Rue de la Roux raus nach dem Startfehler und auch Jaguar Brolein nicht mehr dabei. Die Spitze bei Mark Cavia. Jetzt allerdings kommt Reggio heran und übernimmt das Kommando am 500 Meter Pfosten. Dann sehen wir King of the World gleich vorne mit dabei. In der dritten Position, ganz außen auch Lotus da auf dem Weg nach vorn, muss ja allerdings zunächst durch die dritte Spur. Dazwischen ist Samir auszumachen und an der Innenkante dicht dabei ist Halber von Heiterbu. Erste Zwischenzeit lag bei 13:0, auch Rebel de Joux haben wir nach einem Fehler verloren. Samir weiterhin vorn, Reggio ist vorn. Außen sehen wir daneben Lotus da in der zweiten Spur, dann innen Mark Cavia begleitet von King of the World. Dahinter, das ist Samir, der ist Fünfter. Sechste Position für Halber von Heiterbu. Siebter Dex Birkenzweig. Daneben dann Zorba Olesen. Innen trabt Davy Boko. Und die zweite Zwischenzeit 15:3. Auf der Gegenseite jetzt das Feld. Eine Runde knapp zurückgelegt. Reggio vorn. Reggio führt. Lotus da in der Rolle des Begleiters in der zweiten Position und auch in der zweiten Spur. Innen Morkevia ganz außen. Dann King of the World. Dazwischen sehen wir Samir. Und außen dann Zorba Olesen an der Innenkante. Dex Birkenzweig. Daneben folgt dann Classic Grand Cru vor Monte Chioromo, Davy Boko. Und so geht es in den Schlussbogen hinein. 500 Meter noch bis zum Ziel. Alles rückt noch dichter zusammen. Aber Reggio versucht sich jetzt in diesem Moment zu lösen. Fehler von Halber von Heiterbu. Reggio löst sich hier auf 3-4 Längen von Lotus Star. Der kann hier nicht mehr folgen. Geht an die Innenkante. Zweite Position hat Morkevia. Reggio vorne im Einlauf. Morkevia an zweiter Stelle zu sehen. Reggio, Morkevia dann aus dem Sorba Olesen. King of the World an der Innenkante. Wird seinen Titel nicht verteidigen können. Reggio ist vorn. Reggio ist überlegen vorn. Vorne hier mit Robin Bakker, Reggio gewinnt, dahinter Kampf um die Plätze, ganz außen Samir mit Zorba Olesen, das werden die Plätze 2 und 3, Samir zweiter, Zorba Olesen dritter und dann Morkevia auf Rang 4 und dann war noch Classic Grand Cru, denke ich mal, vor King of the World, letzte Zwischenzeit 1:11:08. So, wir haben ein vorläufiges Ergebnis für das neunte Rennen. Sieger ist die 4 Reggio mit Robin Bakker. Zweiter wurde die 2 Samir mit Seppi Franzl. Und dritter die 13 Zorba Olesen mit Rob de Vlieger. 4:2:13 das Ganze vorläufig. Vierter wurde dann die 7 Morkevia. Also 4:2:13, 7 die ersten 4 im Bildpokal 2016.
Und wir warten natürlich auf das siegreiche Gespann im Winner Circle. Ist ein bisschen voller geworden. Das liegt, denke ich mal, daran, dass hier ein Teil der Besitzer dabei ist. Das wird uns Hans allerdings gleich in aller Ausführlichkeit schildern. Reggio, ein sechsjähriger Hengst, ein Italiener, ein Sohn des weltbesten Pferdes aller Zeiten, ein Sohn vom legendären Ausnahmetraber Varenne. Und ich habe es im Vorfeld schon gesagt, die Generalprobe, wenn es denn eine war, oder der erste Jahresstart Ende März in einer eher kleineren französischen Prüfung in Biorel-le-Rouen hat er sie bestritten und er hat sie souverän gelöst. Reggio in der Hand von Robin Bakker, der da am Ende nicht mehr tat als unbedingt nötig. Und da hat man schon einen Eindruck bekommen, wie stark er denn aktuell ist. Und er hat diesen Eindruck eindrucksvoll bestätigt, wie ich finde. Reggio aus dem Stall Victoria Park Stable. Trainer ist Paul Haggott und der Siegfahrer Robin Bakker. Und ich denke, Hans, ich gebe das Mikro jetzt mal frei an dich. Du hast so viele Leute da um dich rum und wirst sie uns jetzt mal vorstellen. Ja, die Besitzer sind hier heute. Die sind eigentlich immer mit. Aber einer der Mitbesitzer hat eine Tochter. Und die Tochter ist nicht so verrückt von Pferden. Aber immer, wenn sie dabei ist, gewinnt das Pferd. Also heute musste sie mit. Und das Pferd hat natürlich wieder gewonnen. Da steht sie, das kleine Mädchen da vorne. Die wird gleich im Winner Circle hereinkommen. Trainer Paul Haggott ist auch dabei. Und dieses Pferd, meine Damen und Herren, hat mehrere Besitzer. Victoria Park Stable, das ist ein Stall, der in Victoria Park Wolfega